Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Road to Watch Dogs Legion. Let's play Watch Dogs 1. Wir machen jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt hier in diesen Laden rein und letzte Folge wurde ja unsere Schwester entführt von diesem Damien. Und ja, jetzt machen wir hier weiter. Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Wie geht's denn? So. Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Ein echtes Schnäppchen! Gut. Wir haben jetzt Herstellungskomponenten. Ja, die brauchen wir hier für die Mission, so wie es aussieht. Racine ist in den Brandon Docks und ich habe da keinen C2S-Zugang. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Und jetzt geht's zu unserem Hauptziel. Ich dachte eigentlich, es geht sofort hier los, aber nein, wir müssen erst noch was kaufen. Gut. Dann geht es jetzt hier hinten runter, ja. Dort kümmern wir uns jetzt erstmal das CTOS-Teil. So, wir schnappen uns erstmal ja einen schnellen Wagen am besten. So, halt, dort hinten. Der eine Wagen vom letzten Mal, der steht noch hier. Ja gut, dann nehmen wir den direkt. Dann nehmen wir den direkt. Hätte nicht gedacht, dass der noch hier steht. So. Dann können wir direkt loslegen hier mit der Fahrt schön. Ja, das ist auf jeden Fall ein schneller Wagen. Und mit einem schnellen Wagen kommt man natürlich auch schnell zu seinem nächsten Ziel. Und ich muss sagen, der Wagen gefällt mir vom Aussehen her richtig gut. Und der Motorsound, der hört sich fein an. Ich mag solche lauten Motoren. Irgendwie mag ich das Geräusch davon. Ja, und wenn ich jetzt hier so unterwegs bin, bekomme ich direkt wieder Bock auf ein Autorennen. Ich weiß nicht, ich mag es einfach hier ganz schnell über die Straßen zu fahren. Mir macht das irgendwie Laune. Und wir schauen auch nach der Mission dann mal nach, ob wir vielleicht irgendwas Schönes uns wieder mal holen können, so als Upgrade. Weil wir haben ja einige Fertigkeitspunkte aktuell zur Verfügung, haben aber jetzt schon bestimmt, ja, 3-4 Folgen lang, oder was heißt 3-4 Folgen? Sag mal eher 3-4 Missionen lang haben wir jetzt bestimmt schon kein Upgrade mehr geholt. Und ja, es wird langsam Zeit, dass wir da wieder mal was holen. Warum ich das jetzt noch nicht mache, hängt damit zusammen, weil ich halt noch ein bisschen warte. Nach der Hauptmission könnte ja auch sein, dass da wieder neues Zeug mit freigeschaltet ist, weil für manche Fertigkeitspunkte brauchst du ja Story-Fortschritt und sowas, um die überhaupt das freizuschalten, dass du die dann dir holen auch kannst und so weiter. So, und wir machen hier einen schönen Sprung. Ja, einen schönen Sprung ins Wasser. Ja, hätte davon ausgehen müssen, dass wir reinfliegen ins Wasser. War halt leider jetzt nicht im höchsten Tempo hier. Aber wir sind direkt beim Ziel. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss jetzt nur zusehen, wie ich hier reinkomme. Hier ist halt überall Zaun mit Stacheldraht oben dran. Durch den Vordereingang möchte ich eigentlich nicht unbedingt hier rein. Aber uns bleibt eventuell keine andere Wahl. Okay, dann mal hier rein. So, wir sind drin. Dort vorne sehe ich eine Wache schon. Die wird mir hier markiert. So. Schallgedämpfte Pistole ist ausgepackt. Okay, ist irgendwo ein Scharfschütze. Moment, dort hinten. Ah, meine Pistole hat, glaube ich, nicht so eine Reichweite, um den auszuschalten von hier aus. Wir schleichen dort nach oben und schalten den erstmal aus.
So, du bist dran, mein Lieber. So, schlaf gut. Nein. Ha, so ein Mist. Okay, wir sind noch nicht komplett aufgeflogen. Sieht aber nicht gut aus. Wir werden jetzt auf jeden Fall, glaube ich, auffliegen. So, ich renne schon mal ein bisschen weiter hier vor. Nein! Ja, war's mit der Deckung. Ja. Oder eher gesagt mit der Tarnung. Los, ich geb dir Deckung. Hab das Ziel im Visier. Gut, egal. Wir schaffen es auch, glaube ich, so. Halt, Moment, der eine ruft Verstärkung. So, der geht ja. Hier wird keine Verstärkung gerufen. Das wird hier nicht gemacht. Jawohl, der hat einen Zugangscode. Dankeschön dafür. Hat hinten ist ein Scharfschütze. Ich brauche Hilfe! So. Soweit, so gut. So, wir müssen noch die restlichen ausschalten. Ich suche mir ein Ziel. Jawohl. Und nur noch der eine dort hinten. So. Hier einmal nach oben. Den letzten Mal wir uns mit dem Takedown, glaube ich. Oh nein. Der hat eine Schrotflinte. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, nah an den Rand zu rennen und mit Nahkampf hinauszuschalten. So. Zack. Das Ding hier gehört jetzt schon mal so gut für uns. Jetzt müssen wir noch dieses Ding hier machen. Das einmal hier so rum. Dann das nach oben. Jawohl. Jawohl. Geschafft. Und jetzt hier um den Serverraum. Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Sehr schön. Der Bereich gehört jetzt auch uns. So muss das sein. So, dicht anders. Sehr schön. Okay, bin drin. Jetzt Racine. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Der Bezirk ist damit schon mal fertig. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine. Ja, dann machen wir mal darüber zu diesem Robert. Mal sehen, ob wir mit dem Wagen weiterfahren oder jetzt gleich mal wechseln, weil der Wagen ist natürlich nicht der schnellste. Wie weit wäre unser Ziel entfernt? Ja, geht. Aber unbedingt will ich den Wagen nun nicht nehmen. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal schauen, dass ich hier nochmal einen anderen Wagen kriege. Was haben wir hier? Ja, dort haben wir was Feines. Dort haben wir was Feines stehen. So, den nehme ich. Mist. Hier kann ich nicht einsteigen. Aber hier. Geht bitte weg. Hallo, ich möchte vorbei. Ich möchte euch nicht umfahren. Darf ich bitte vorbei? Also wäre ich einer von denen, echt? Ich würde schon lange vorbeigehen. Und nicht erst noch die ganze Zeit so vor dem Auto rumrennen. Ja, das war knapp. Fast hat das Metallding dort oben rangekommen. Irgendwie wäre das lustig gewesen. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie wäre das lustig gewesen. Ja, und ich bin der fliegende Wagen. So kann man mein Fahrzeug gerade am besten beschreiben. Der heilige fliegende Wagen. Man nannte ihn auch einst das Vogelauto. Ja, das Vogelauto, da ist es. Das Vogelauto, da kam es angeflogen. Da kam es angeflogen. So, und hinten ist die nächste Mission. Falls wir für die Mission ein Auto brauchen, nehme ich mal lieber den Wagen hier. Der ist wenigstens nicht so hinüber jetzt wie der andere dort. So.
und starten. Zerbrechliche Ware. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Ja, ich muss nur da drin alle umlegen. Mehr oder weniger. Dann brauche ich da nicht den Wagen. Mal sehen, machen wir durch den Vordereingang rein. Ich nehme mal ganz kurz die Kamera. Ja, wir machen erstmal das Tor auf, so. Ich glaube, wir machen jetzt einfach von vorne rein. Aber ich würde mir mal noch ganz gerne solche Blackout-Dinger herstellen. Ach Mist, ich kann die noch gar nicht herstellen, sehe ich gerade. Ich sollte das melden. So, der Typ wäre erledigt. Jetzt bist du dran. Wer darf der Nächste sein? Wir nehmen hier den Gabelstapler. So. Und jetzt nach oben bitte fahren. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt habe ich erstmal eine schöne hochgelegene Position. Jetzt ist der da dran. So. Jetzt der da hinten. Sehr gut. Boah, das ist ein gepanzerter. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich so einen gepanzerten Typen auch leise ausschalten kann. Also ob ich so einen mit einem Takedown ausschalten kann. Ja, wir brauchen einen Zugangscode. Ich wette mal, der hat den 100 Pro. Ja, und ich würde ganz gerne probieren, gleich dort was zu machen. So dieses eine Ding dort sprengen. Ja, und hier kommen gerade auf jeden Fall noch jede Menge andere. Ja. Ich werde mein Leben lang am Stock gehen. Vielleicht sogar im Rollstuhl sitzen. Na los, zeig sie schon her! Diese Schweine haben mich gekannt. Hört sofort auf! Leck mich! Mich in ein neues Leben umzuschleichen. Aber was könnte verdammt nochmal so wie ein Geheimnis? So, hier rum. Nachladen einmal. Dort ist der gepanzerte Heini. Okay, Sturmgewehr rauspacken. Und draufhalten. Treffer! Er blutet schon! So. Verarschst du mich? Ja, das hat geklappt. Das hat auf jeden Fall geklappt. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, und der hat den Code, so wie es aussieht. So, dann tüten wir mal ein. Halt nein, dort vorne. So. Jawohl. Und jetzt nach oben. Nein! Das hat er nicht so gedacht. Ach Mann, ich darf nicht so viel Mist auch immer machen. Ach man, ich wollte doch gerade nur mal ein bisschen Spaß machen mit einer Explosion dort noch. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so schnell hochgeht, weil normalerweise dauert das viel länger. Okay, wir machen jetzt nochmal ganz schnell hier rein und erledigen alle. Diesmal aber im Schnelldurchlauf. Okay, das war einfach mein Fehler jetzt. Ja. Ich sollte nicht immer auch so viel Spaß noch mit dir machen. Ja, ich sollte mich mehr auf mein Hauptzimmer fokussieren. Muss ich schon ganz ehrlich mal so sagen. Manchmal tue ich dann doch ein bisschen zu viel rumalbern, mehr oder weniger hier. So, einmal das Ding runterfahren. Halt. Moment, wir machen es diesmal vielleicht ein wenig anders. Hey, was zum Geier? Hä? So. Was?
Ein wenig anders machen wir es diesmal hier. Aber wie auch schon erwähnt, im Schnelldurchgang. So, was hochgejagt, sehr schön. Hier sind sonst keine mehr. Gut, dann ist nur noch das Gebäude hier. Nur noch das Gebäude hier. Nochmal ganz schnell Schnelldurchlauf machen. Los, kommt erst wieder, wenn ihr ihn habt. So, hi. Ja, hier ist er. Zack, Datei haben wir. Wir brauchen Hilfe. Bin dran. Ah, da hat ein wenig Alarm geholt hier. Nicht Alarm geholt, Verstärkung geholt, meine ich. Ja, ich hole auch gleich Alarm. Halt, einmal hier raus. Kollege! Bam! Und bam. Sehr schön. Ja, also die Verstärkung war ja schnell weg. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Dann machen wir das. So, wen haben wir denn da? Schön, dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuz, Mann? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Okay, der wird abhauen. Wir müssen den uns schnappen. Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Wartet, Leute! Ja, das war ein wenig knapp. So, und warum müssen wir das Ziel per Takedown ausschalten? Mist. Dann stecke ich mal meine Waffe weg. So. Nein, Waffe wegstecken. Immer schön die Waffen wegstecken, ja? Pistole sollte ich vielleicht nur ein bisschen griffbereit haben. Ja, das Problem ist bloß, ich gehe jetzt schon stark davon aus, dass der gleich losfahren wird, weil dort vorne steht das Fahrzeug von ihm. Ja, und es bewegt sich nicht weiter. Der fährt 100 Pro jetzt los. Ich nehme mal den Wagen hier. So. Ja. Hab ich mir doch schon gedacht. Weil wäre komisch gewesen, bleibt der einfach dort mit dem Wagen so stehen und so. Und wartet mehr oder weniger auf uns. Das wäre schon komisch gewesen. Hallo? Finden Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. So, wir müssen ihn kriegen. Je mehr, desto besser. Oh. Oh oh, die ganzen anderen Feinde hier. Sind ein Problem. Komm schon. Ja, ich hab dich doch fast. Wenn ich noch die ganzen anderen überall wären. Das hat auf jeden Fall ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich muss ihn aber mit einem Takedown ausschalten. Das ist das Ding. So. Komm schon. Ich muss unbedingt was noch machen wegen meinen Verfolgern, die hinter mir sind. Ja, der Typ kann auf jeden Fall auch ganz gut klettern. So, mit den Fahrzeugen kommen die wenigstens nicht so ganz hier hinten lang. Also die müssen wir dann schon ein wenig außen rum fahren. Dürfte für die zwar auch kein Problem sein, aber zumindest sind sie jetzt erstmal ein wenig weg. Ja, du blöder Typ dort vorne. Was? Ich komme hier nicht durch. Ich komme dort nicht durch. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Ah, ich muss vielleicht nochmal ein Fahrzeug mir schnappen. Mal sehen. Nochmal ein Fahrzeug und ein klein wenig näher nochmal ranfahren. Ich lasse ihn nicht vorbei. Jawohl, er ist stehen geblieben. Jawohl. Haha. Weiß zwar nicht, warum er stehen geblieben ist, aber wir haben ihn.
Flasche. Jetzt nur noch abhauen. Jetzt nur noch abhauen. So, wir nehmen hier ein Fahrzeug. Ja, nehmen wir den Wagen, das sieht schick aus. Ich fahr ihm einfach rein. Und weg hier. Jetzt heißt es nur noch abhauen. Ich möchte gerne dort oben über die Brücke. Ich muss dafür bloß erstmal einen Weg schnell nach oben finden. Moment, wir können das Dampfrohr dort hinten nehmen. Jawohl. Sehr schön. Das hat gut reingehauen. Das hat wirklich gut reingehauen. Die verfolgen uns zwar jetzt wieder, aber ein wenig haben wir sie ausgeschaltet. Oh, na los. Fahrt doch da durch. Wenn ihr wollt. Ja, ich muss gerade unbedingt den Weg hier nach oben finden. Sehr gut. Wieder ein Fahrzeug neutralisiert. Das war's mit dem Schrottding. Heim, heim versucht! Na los, komm mit. So, jetzt hier entlang. Ich will die eigentlich ganz gerne hier noch abschütteln. Ich werde ihn rammen. Hier haben wir eine Brücke, die nehmen wir. Los. Und rüber. Ah, ich glaube, die sind so gut wie weg. So. Die dürften wir abgeschüttelt haben. Seht euch um. Aufteilen. Findet ihn. Ah, die suchen jetzt wieder nach uns. Aber gerade wissen sie nicht, wo wir sind. Ein Stückchen fahren und wir sind sie komplett los. Ihr braucht noch Leute? Holen wir uns den Wichser. Keine Spur von ihm. Wir kommen zurück. Sehr gut, geschafft. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. So ein mieser Hund. Der lässt uns einfach immer noch nicht mit ihr reden. Damien kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nikki was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay. Fürs Erste werde ich mitspielen. Ich folge dieser IP-Adresse. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen. Naja, also erstmal müssen wir wirklich jetzt machen, was der will. Eine andere Wahl bleibt uns auch gar nicht. Bloß nicht auf Dauer. Auf Dauer, ja, werden wir uns um ihn kümmern. Wow, Hilfe! Okay, das ist eine komplett andere Brücke. Hier fährt das Ding so nach oben. Sieh an. Wusste ich gar nicht, dass es solche Brücken auch gibt. Also wo das so nach oben fährt und dann noch so ein Tor zugeht. Damit habe ich halt jetzt eben gar nicht gerechnet. Ja, und unser Fahrzeug ist auch so gut wie hinüber. Aber es geht noch. Auch wenn es langsam auseinanderfällt. Langsam aber sicher fällt es auseinander. Und unser nächstes Ziel wäre dort oben. So, wir rasen jetzt einfach mal mit voller Geschwindigkeit hier lang.
Ich bin jetzt mal der kleine Raser hier. Mehr oder weniger. Na, denn ich muss natürlich auch aufpassen, dass die Kiste gleich nicht in die Luft fliegt, weil wir dampfen ja auch schließlich schon ordentlich. Deswegen kann es auch gut passieren, dass das Fahrzeug langsam hochgeht. Und ich will sicherlich nicht damit in die Luft fliegen. Auch wenn ich meistens so ein bisschen meinen Spaß hier habe mit dem Spiel und den Explosionen davon. Ja, ich weiß nicht warum. Irgendwie macht es mir Spaß, mit den Explosionen und so weiter damit zu spielen. Auch wenn ich mich manchmal selber damit hochjage. Mir macht das irgendwie Laune. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Ja, das ist die Frage. Ich habe leider keine Wahl. Das ist die große Frage. Können wir ihm glauben? Dieser Hurensohn. Verdammter Melo-Job. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut, wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Ohren zu halten. Das Laufwerk! Los! Ich hab es! Aiden! Schnell weg hier. Wir müssen sie beschützen. Jetzt greifen die auch schon unsere Wohnung an. Hier lang. Da drüben. Greifen es echt zu weit. Sturmgewehr raus. Ich verdumm. Wir brauchen Deckung. Los, ich decke euch. Etwas Hilfe wäre cool. Ihr treibt es echt zu weit, Kollegen. Eure Verstärkung wird auch keine Chance haben. Vertraut mir da mal. Einer steht nur noch. Jetzt weiter hinten kommt schon wieder neuer. Sind da. Wir brauchen Hilfe. Achtung! Die Straße! Okay, wir gehen ein bisschen weiter. So. Jawohl. Knall den ab. Ist das mal alles ein wenig deaktiviert? So. Nachladen. Sehr gut. Und Feuer.
Ja, ich sehe sie. Keine Sorge, Clara. Ich kümmere mich um sie. Ich verfolge ihn. Den kriege ich. Kein Problem. Oh, Hilfe. Lauf weiter. Fast geschafft. Ich kann das nicht. Ich hatte das. Okay, erstmal weiter zu Clara gehen. Die Kameras werden mir helfen. So, bleib in Deckung. Kamera nehmen. So, kurz schauen. Okay, ganz ruhig. Das muss man noch abschalten können. Denk nach, Mann. Lebe wohl, Kollege. Hey, ah, Mist. Das sagt auch nicht lebe wohl. Dann halt so. Clara, hier lang. So, jetzt schnell zu ihrem Wagen hin. Clara, komm mit. Ich brauche Hilfe. Oh, es kommt schon wieder neue. Was wollen die denn? Wer sind die? Wir haben euch gehört. Sind da. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig. Boah, Hilfe. Ich bring uns raus. Clara, Deckung. Ach du Schreck. Das geht ihm jetzt ja ab. Von zwei Seiten kommt die jetzt auch noch gerade. Das ist gar nicht gut. So. Oh nein, zurück, zurück, zurück! Boah, Hilfe! Knappe Angelegenheit. Geht weiter. Schnell, dort ist der Wagen. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns eine Falle! So, wir schnappen uns den ihren Wagen und fahren damit weg. Dankeschön für das Fahrzeug. Dankeschön dafür. Ja, aber unsere Wohnung ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Ja, also unsere Wohnung ist damit auf jeden Fall hinüber. So viel steht schon mal fest. Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieße es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauch deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Hayden? Jax? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich hab Angst, Hayden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt, er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Ja, aber als nächstes
machen wir erstmal hier mit weiter mit einem Fuß im Grab. Das ist die nächste Mission. Wir machen aber jetzt erstmal an der Stelle hier Schluss mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das ein wenig gefallen wieder. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video gerne. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Instagram. Link dazu in der Beschreibung oben drin. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.